Als nächstes darf ich Ihnen vorstellen, sie war schon bei den Aktionstagen für Kindergesundheit, die die Vereinigung Wir zeigen unser Gesicht, Verein für Kindergesundheit und AFA-Zone im Juli 2021 und September 2021 organisiert hatten. Sie ist wiedergekommen. Sie ist gebürtige Deutsche, sie hat eine Praxis in London, sie ist Neurologin, sie ist vielen von Ihnen bekannt, weil sie war eine der Ersten, die gesagt hat, Masken runter von den Kindergesichtern und von allen Gesichtern. Dr. Margareta Gries-Prison, danke, du Liebe. Dazu. Hallo Wien, hallo Österreich, ich bin so froh bei euch zu sein. Die Maria hat mir 5 Minuten gegeben für ein wichtiges Thema. Also nicht klatschen, ich ras durch. Okay, das wichtige Thema, die WHO. Wie ihr wisst, ich liebe Klartext, weil wir meistens Worte verwenden und Begriffe, die wir gar nicht durchdacht haben oder gar nicht die Essenz des Wortes begriffen haben, aber wir verwenden sie. Weltgesundheitsorganisation. Was heißt denn das? Gesundheit, meine Lieben, ist das überhaupt intimste, individuellste, urpersönliche, das wir haben. Niemand kann nachfühlen, was mein Körper fühlt. Selbst Eltern können nicht nachfühlen, was ihr geliebtes Kind fühlt. Von daher ist die Entscheidung und der Umgang mit unserer Gesundheit eine persönliche, individuelle und eigenverantwortliche Angelegenheit. Und es ist unser eigenes Urinteresse und das ehrlichste Interesse, diesen Körper gesund zu halten. Sobald ein Dritter mit reinreden will, eine Person und geschweige denn eine Institution oder eine Organisation, lohnt es sich, das zumindest zu hinterfragen. Krankheit wird durch menschliche Zuneigung und Pflege und von einem Arzt oder Heilpraktiker unseres Vertrauens behandelt und auf keinen Fall gemanagt, politisiert oder vermarktet. Was ist denn dann die Funktion des Gesundheitsministers, der möglicherweise auch noch fachfremd ist? Kennt er mich? Kennt er meinen Körper? Kennt er meine Bedürfnisse? Wie nimmt er sich die Freiheit raus, über meine Gesundheit und die Gesundheit des gesamten Volkes seines Landes Entscheidungen zu treffen oder noch Entscheidungen aufzubürden oder zu befehlen? Und jetzt kommen wir der Sache noch näher. Weltgesundheitsorganisation, was soll denn das? Das ist eine Organisation von Menschen, möglicherweise oder höchstwahrscheinlich fachfremd, die plötzlich darüber entscheiden, was ich mit meiner Gesundheit oder wie ich mit meiner Krankheit umgehen soll oder auch noch die Befähigung haben, darüber zu befehlen. Da sage ich, stopp! Das machen wir nicht mit. Wir geben unsere Gesundheit nicht in die Hände von fachfremden Berufsbürokraten, die höchstwahrscheinlich noch nie in ihrem Leben oder schon zumindest jahrelang nicht mehr an einem Krankenbett eine Entscheidung gefällt haben, auf die eigene Verantwortung dafür gehaftet haben. Und trotzdem setzen diese Menschen die Regeln und die Bedingungen und die Rules and Regulations fest,
wie wir der Rest der Welt, die Menschen dieser Erde, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Zivilisationen, unterschiedliche Arten mit Gesundheit, dem Konzept Gesundheit umzugehen, wird plötzlich von einer Gruppe Dilettanten bestimmt. Dazu sagen wir nein! 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 Unsere Forderungen sind nicht nur die sofortige Beendigung der Gesundheitsvorschriften, was immer Sie sich da zusammenwursteln. Es ist auch die Forderung des sofortigen Austritts aus der WHO. Warte, warte, warte. Und die Auflösung der WHO. Sie hat keine... Eine solche Organisation hat keine Berechtigung, hat keine Befähigung, ist sinnlos und muss sofort aufgehoben werden. Bin ich in 5 Minuten? Danke. Danke. Danke, Margareta Crispison.